Ich begrüße euch in Folge Final Fantasy 12. Ihr fragt euch bestimmt, was wir gerade in Eld machen. Wir wollen hier heute einen weiteren Mob-Auftrag annehmen. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo der ist, aber auf jeden Fall ist hier irgendwo jemand, der den uns gibt. Wir können mal kurz in den Clanbericht gucken, Mob-Liste. Und zwar der hier. Da oben, okay, das ist klar. Gut, dann reden wir mit der guten Frau, würde ich sagen. Und guck mal, was wir für einen krassen oder nicht so krassen Mob bejagen müssen. Das bist dann wohl du da oben. So, nicht viele, ja. Bist du wegen des Steckbriefes gekommen? So höre die Geschichte vom Vorpalkaninchen. Danke, so werde ich dir berichten. Das Vorpalkaninchen ist ein wundersames Schwert. Ein wundersamer schwarzer Hase aus dem Dschungel. Es zeigt sich nur alle 7 Jahre. Bei uns gibt es eine Arznei, die Schwarzhasenrauch heißt. Wer ihn einatmet, hat Visionen. Für ihn braucht es den Schwanz des Kaninchens. Für unsere Schamaninnen ist die Mischung des Rauches der Schritt zur Inauguration. Doch Aloysia ist noch immer Novizin. Ihre Beine sind verletzt, deswegen vermag sie das Vorpalkaninchen nicht zu fangen. Als Schamanin ist sie jedoch äußerst fähig. Hilfe von außen zu suchen ist uns verboten. Doch die anderen Schamaninnen und auch die Hüterinnen machen keine Anstalt, Aloysia zu helfen. Dieser Auftrag muss unter uns bleiben. Ich möchte keinen Ärger mit der Oberin bekommen. Okay. Vor allem, wie ich nochmal, als ich das erste Mal hier war, gesagt haben, sage ich gleich. Wenn die Schamaninnen zum Fangen eines Vorpalkaninchens in den Golmor-Dschungel gehen, dann stehen ihnen Hüterinnen zur Seite. Doch die Hüterinnen sagen, sie könnten Aloysia nicht helfen. Und das, obwohl hier zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder die Chance besteht, dass Vorpalkaninchen. Das Vorpalkaninchen hält sich irgendwo im Golmor-Dschungel auf. Okay. Alles klar, gut. Ich weiß noch, wie ich mal, als wir das erste Mal hier waren, gesagt habe. Wäre ja irgendwann witzig, wenn wir hier einen Mob-Auftrag irgendwann rausbekommen, weil die Leute ja eigentlich nicht mit der Auswelt in Kontakt stehen und so. Und jetzt ist es einfach so. Oh, ich war falsch, ups. Das ist halt irgendwie voll gegen die Logik des Dorfes, aber okay. Aber sie sagt ja auch, das soll unter ihnen bleiben und das darf keiner wissen und so. Deswegen, ja, hat sie nicht gesagt, sie wartet am Eingang des Dorfes hier. Egal. Gut, dann gucken wir mal kurz den Clanbericht. So. Ach, ich muss zum Eingang des Dschungels. Nee, es ist nicht der Eingang, ups. Das ist ein neuer Ort. Okay, dann gehen wir da jetzt hin, würde ich sagen. Das wird wieder spannend, die meisten Gegner aus dem Weg zu gehen hier, aber ja, ich soll vielleicht mein Team nochmal kurz umändern. Penelo kommt jedenfalls rein, weil Penelo und so. Und Penelo ist ziemlich stark im Heilen, deswegen muss sie bitte meine Gruppe rein. So. Ja, hier lang. Da sind ein paar Morbolts. Dann kämpft halt schnell gegen die, meinetwegen. Das ist noch voll okay. Die sind ja eh keine Herausforderung mehr. Inzwischen. Ist ja auch schon ein bisschen hier, dass wir das erste Mal. Dass wir das erste Mal hier waren, das wollte ich sagen. Deswegen. Keine Herausforderung mehr. Da muss ich jetzt hier durch. Genau, nach unten, okay. Ich mache einfach die Karte hier auf. Das ist einfacher, als ständig drauf zu gucken. Hallo, Morbol. Tschüss, Morbol. So, ich glaube, ihr wart noch ein bisschen zu stark für mich. Ja, das ist klar. Trotzdem will ich nicht gegen die kämpfen. So. Dann sollte ich hier hin, oder? Beseite ich die mal kurz.
Ich sagte, beseitigt die mal kurz. Macht mal. Waren hat jeder mögliche Zustandsveränderung. Cool. Hast du Medica? Ja, hast du. Na komm, bring das Vieh um. Los. Ja, Sturm ist egal. Jetzt gibt das Ding da. Oh, Bart hat auch so ziemlich alle Zustandsveränderungen. Cool. Dann mach auch mal Medica auf Basch. Ah, oder stirb halt einfach, ist mir auch recht. Ach, Leute. Ach, komm, das Campanile war selbst wieder beleben und so. Wieso ist es immer noch Plinz? Nee, du machst das, ja? Du machst da schön die ganzen Zauber und so, ja? Gut, wo genau soll ich jetzt hin? Dahin, wo ich bin eigentlich. Cool. Das ist aber nix. Was soll ich denn machen? Wer bist du? Ein Wertrache. Aha. Interessant. Und hier geht's wohin? Verwunschenen Wald. Okay. Aber da muss er nicht hin, soweit ich weiß. Was soll ich dann machen? Clanbericht, Mobliste. Du. Da soll ich hin, da ist aber nichts. Mit Nephila gesprochen und den Auftrag angenommen. Für ihre Freundin Aloyce. Da ist aber kein Tier, wo das angeblich sein soll. Och man, wieso müssen die Mob-Aufträge manchmal einfach so kryptisch sein? Ich verstehe es nicht. Kann ich nicht einfach schöne Sidequests bekommen im Spiel? Nein, das ist nicht möglich. Ach, wie schade. So, Ether, wundervoll. Muss ich vielleicht erst hier den Gegner beseitigen oder so? Oder geht's nur zu einer bestimmten Zeit? Ich habe doch keine Ahnung. Fragt mich nicht. Hört auf, euch zu heilen. Mann, was gehst du wieder auf den? Geh auf den, bis er stirbt. Oh Mann, wieso wächst er denn immer sein Ziel? Ich verstehe es nicht. Das habe ich doch ausgestellt bei ihm in Gambit-Dingens. Gambit, Wahn. Ja, das ist aus. Ach, der Penedo angreift das noch an. Ja, was auch immer. Ist denn jetzt was da hier? Nö. Dann beseitigen wir hier noch ein paar Gegner. Vielleicht sind die ja dafür verantwortlich, dass das nicht auftaucht. Keine Ahnung. Ich mache einfach mal alle Gegner in diesem Gebiet hier tot. Vielleicht bringt das ja was. Keine Ahnung. Wir wirken einfach mal. Ich sollte nicht so oft keine Ahnung sagen. Das ist ein bisschen. Ach, hi. Da bist du ja. Du bist auf der falschen Ebene gespawnt, oder nicht? Na egal, ist mir auch recht. Kannst du nicht wegrennen, bitte? Oh, nein. Oh, jetzt geht alles runter und drüber. Bring ihn schnell um, warm. Dankeschön. Penelo, nicht sterben. Nicht sterben, sagte er, und sie starb. So. Sehr schön. Hallo, Penelo. Mach mal Heili, Heili, bitte. Und wiederbelebe ich auf Bashi. Wundervoll. So. Jetzt muss ich das Vieh wieder suchen. Wo mal das hin ist. Das ist nur Penelo, die noch heilt. Das ist jetzt bestimmt hier irgendwo im Dschungel, oder? Ach, hi. Wieso bist du wieder geheilt? Warum bist du ätzend? Fran, komm mal rein. Du kannst mit Magie angreifen, wenigstens. Wieso läufst du immer hinterher, Warn? Bist du bescheuert?
Och. Bleib doch hier. Komm, greif an. Ja, so ist richtig. Gott, das ist viel nervig. Ja, schön angreifen. Schön Schaden machen. Wisst ihr was? Machen die Dinger jetzt hier Schaden? Ich hoffe es mal. Ah ne, warte, jetzt ruft er Fragen, das Fino wie in Final Fantasy 12. Stimmt, ich dachte, oh nein. Oh. Wo ist er jetzt? Da hinten. Wo ist er? Ja, ich habe ja vergessen mit den Beschwörungen im Spiel. Jetzt ist er wieder geheilt. Oh nein. Ich dachte, das wäre so eine coole Mystik, aber es ist ja so in dem Spiel gewesen. Stimmt, ich erinnere mich. Oh nein. Wie dumm ist das? Gott, ist das anstrengend. Ich hasse es gerade schon so ein bisschen. Wisst ihr das eigentlich? Bleib da. Ja. So ist fein. Ich muss sie dazu auch noch. Hallo, bleib doch hier. Ich will nie mehr Mob-Aufträge in dem Spiel machen, ganz ehrlich. Wenn nochmal sowas Nerviges kommt, vergiss es. Hat er gerade noch 3 Schaden gemacht. Wenigstens ist er gleich wieder weg. Ich sehe ein Vieh nicht mehr. Ey, weh, du bist wieder despawned. Nein, das ist es noch. Das hat halt nichts gebracht, die Esper jetzt hier. Super. Richtig geil. Auf jeden Fall. Macht jetzt nochmal einen super Angriff aus in der Richtung. Oder die spawnt er einfach quasi. Ah ne, guck mal. Das ist doch gut. Dann mach jetzt bitte einen Mega-Angriff, der das Vieh umbringt. Ja, das sieht sehr schadensintensiv aus, auf jeden Fall. Definitiv. Das kleine Kaninchen da. Wie viel macht das? Schon ein bisschen was, oder? Komm. Sei jetzt bitte tot. Jo, hat nichts gemacht. Hat quasi nichts gemacht. Muss ich jetzt was sagen? Nein, falsch. So, Mystex. Hier. Mystrons. Mystex, Seelenmarterer. Mach. Komm, jetzt mach irgendwie viel Schaden oder so. Mach das irgendwie auch nur annähernd Schaden. Ich hoffe es einfach mal. Bitte. Ja, das war schon mal was. Nein, was? Ich wechsle mal kurz sie wieder aus, weil es bringt nichts, sie im Team zu haben. Paar 4, komm, du machst das. Ja, so ist gut. Schön den Schaden machen. Ja, komm. Paar 4 hat sogar ein Mystron. Kannst du? Triffst du den? Ja, triffst du. Wundervoll. Sehr schön, jetzt kommt's. Please. Komm, mach schön viel Schaden und bring es einfach komplett um. Das wäre mir am liebsten, Ball 4. Hat, glaube ich, nichts gemacht, oder? Kann das sein? Das war nichts an Schaden, oder?
Ich raste noch aus hier. Da. Habe ich noch jemanden dabei erkannt? Mistron Vollherz. Geh du mal kurz raus. Ja, habe ich. Okay, Basch ist gleich. Jetzt ist es gleich tot. Komm. Das würde ihn jetzt umbringen. Schattenstoß. Komm. Das würde ihn jetzt umbringen. Komm, bitte. Ist er jetzt endlich tot? Dankeschön. Vor einem Schattenstoß hat glaube ich, nichts gebracht. Kann das sein? Der hat nichts an Schaden gemacht. Ich verstehe diese Mistrons immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Für was sind die gut? Was bringen die mir? Die machen nichts an Schaden. Irgendwie. Gefühlt. So. Das Ding habe ich die ganze Zeit gesehen, aber ich wollte es nicht mitnehmen, weil das wie sonst wieder entkommen wäre. Gut, dann gehe ich jetzt mal kurz hier in den Verwunschen im Wald, weil da ist doch bestimmt ein... Oder ist da ein Teleporter? Ich gucke mal kurz, weil wenn ja, kann ich mich ja theoretisch direkt wieder ins Elddorf teleportieren. Ihre voll cool, wenn es einer wäre. Ah ne, das war das. Paramina-Schlucht. Und guck mal an, ich bin in dem Gebiet, wo ich auch eigentlich hin sollte. Kann das sein? Moment. Ne, das ist Salika-Wald war's. Die Musik ist aber cool. Egal, komm, dann gehen wir wieder. On auf, zurück nach Eld. Jetzt ist das Ding wenigstens wieder respawn. Schön. Guck mal an. Und der Gegner scheinbar nicht, weil die respawnen immer nur, wenn ich ein paar Screens weitergehe, glaube ich. Das ist eine schöne Sache. Ach ja. Und jetzt geht's wieder an die Mobberjagd und sonst was. Ey, dieses Kaninchen von gerade. Aber Renn! Weg! Weg waren! Ganz schnell! Irgendwo! Nein, ich sterbe! Bist du bescheuert! Moment, ich wechsle mein Team aus. Ich meine. So. Jetzt bin ich doch direkt schon richtig gelaufen. Oder ja, aus Angst bin ich richtig gelaufen. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. So. Wieso muss man diesen Weg eigentlich immer wieder herstellen? Das wäre so schön, wenn er einfach da wäre und man nicht immer wieder dieses Wort an den Wald sprechen muss. Aber egal. Passt schon. So. Dann können wir jetzt den Auftrag abgeben und glücklich sterben. Nein, natürlich nicht. So, hast du eigentlich für mich irgendwelche coolen Zauber hier in deinem Laden, die ich mir kaufen könnte? Ja, Blitzer, guck mal an. Hi. So, ansonsten noch irgendwas, was mir was bringt eventuell. Ja, ein paar Dinge, aber ich habe kein mehr so Geld. Ich könnte zwar was verkaufen, aber... Was auch immer. Monster gegen die... Ja, das habe ich schon gemerkt. In dem einen... War das der Miriam Stillschreien? Keine Ahnung. Ach, jetzt wartet sie auf mich. Verhalte dich ruhig. Wenn ich mit dir gesehen werde, verursacht das bloß Ärger. Folge mir in einiger Entfernung. Kannst du noch langsamer laufen, bitte? Hab vielen Dank. Damit kann Aloysia ja endlich den Schwarzhasenrauch herstellen. Den geheimen Weg vom Golmor-Dschungel in unser Dorf hast du ja schon beschritten. Ist dir dort nicht ein süßer Geruch aufgefallen? Das ist der Schwarzhasenrauch. Vera sind von ihm nicht betroffen, doch andere Rassen lässt er Illusionen sehen. So verbergen wir unser Dorf. Ah. Ich hörte, das Vorpalkaninchen sei von jemandem gejagt worden. Warst du das etwa? Aloysia, mach doch nicht so ein entzündetes Gesicht. Höre erst mal meine Worte. Dass du noch immer eine Schülerin des großen Schamanen Heule Halura bist, liegt doch nur daran, dass du noch keinen Schwarzhasenrauch mischtest. Ich weiß, wie sehr du dich bemühst und wollte dir helfen, denn die Verletzung deiner Beine, als du eine Hüterin warst. Ich sehe da keine Verletzung und sie kann ganz mal laufen, aber egal. Schweig nicht, Philia. Es war nicht mehr als ein Unfall.
Ich habe davon gehört. Du hast eine Schamanin geschützt, die in den Wald zog. Seitdem ist ein Keil zwischen Schamaninnen und Hüterinnen. Eigentlich sollten doch beide als linker und rechter Arm Josefs Hand in die in der Hand, Hand in Hand arbeiten. Dass ich an jedem Tag schwere Wunden erlitt und ich meinen Weg als Hüterin aufgeben musste, weil ich eine Schamanin schützte, ist unbestritten. Doch dass ich eine Schamanenschülerin auf der Jagd nach dem Vorpalkaninchen schützte, war selbstverständlich. Es war meine Pflicht. Natürlich gab es Tage, an denen ich verzweifelte, nicht mehr durch die Wälder streifen zu können. Doch es war mein Wille, Schamanin zu werden. Missverstehe mich bitte nicht. Ich hege Groll gegen niemanden. Ich verstehe, Aloysia. Doch versprich mir bitte eins. Mische den Schwarzhasenrauch. So wahr ich verstehe, Nephilia. Krieger der Außenwelt, du warst eine große Hilfe. Ich danke dir für deinen Dienst und diese Gabe. Bitteschön. Blitzpfeile und Gillistiefel. Nice. Nice, nice, nice. Das ist doch schon mal einiges. So, was haben wir noch so für Mobs? Juwelen des Zorns. Brock in Naibina. Den Steckbrief von Atmos Rang 3 entdeckt. Den Namen Brock erhält sich auf den Jan Jimbazar Naibina auf. Dann können wir da schon mal hingehen. Aber ich glaube kaum, dass wir es heute noch schaffen. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber ich glaube nicht, dass das noch reicht, um weiter das Monster zu töten. Ich denke mal, wir werden den Auftrag noch annehmen und so ein bisschen gucken, aber mehr auch nicht. So, Telekristall, bitte nach Naibina, genau. Ach ja. Das war doch eine spannende Jagd mit diesem Kaninchenvieh hier. Auf jeden Fall. So, wieso habe ich eigentlich euch im Team? Ach ja, stimmt, wegen dem Ding. So. So, bitte. Ich will nicht was spielen. Gut, dann muss ich in die Stadt rein und mal gucken, ob wir den Typen finden können. Der war ja, glaube ich, im mittleren Bereich. Moment. Ja, da bin ich wahrscheinlich. Ich bin doof. So, Tagelöhner. Händler. Tagelöhner. Bist du das zufälligerweise? Nein. Naibiner Bewohner. Hey, wo ist denn der Typ? Bei dir ist Gambit. Gib mal ein paar her. Ich habe noch ein bisschen Geld, deswegen kann ich mal ein paar kaufen einfach. So, aufsehen. Ich bin jetzt ganz unten. So, ey, so ist es ganz cool. Hier sich selbst. Sich selbst bei Lehm. Todesurteil. Blind. Toxin. Stumm. Sturz, Öl. Das ist eigentlich ganz cool, dass man auch sich selbst quasi was machen kann. Ach ja. Einfach mal das kaufen hier, was zu kaufen geht. Das könnte ich natürlich auch offscreen machen, aber. Gut, habe ich es bald mal hier. Ja, wundervoll. Da ist noch ein bisschen was geht, aber nicht mehr Stärke, nicht mehr Magie. Einfach mal alles kaufen, was geht. Dass wir endlich mal die meisten Dinger haben und so. So, niedrige Agilität. Und dann kann ich schon nichts mehr kaufen. Noch 50er hier irgendwo. Ja, da ist einiges. So, wundervoll. Gut, Tagelöhner, bist du das hier? Ja, Brock. Ey, du, bist du nicht der, dem ich in dem Tunnel die Sicherung gegeben habe? Bist du wegen der Steckbriefe von Atmos hier? Wegen dieses Monsters steckt eine Karawane fest, die mit Arbeitsmaterialien, die mir Arbeitsmaterialien bringen sollte. So kann ich leider nichts herstellen. Kann ich die Sache in deine Hände legen? Ein Wahn, ein Wurz. Oh. Bitte. Du übernimmst den Auftrag, wirklich? Puh, dann hören wir mal gut zu, hier sind die Infos. Bis vor kurzem war der Weg von Naibina in die Mosfura-Berge durch die imperiale Armee gesperrt. Wusstest du das? Für die Durchgangssperre gab es einen perfiden Grund. Die Armee fing nämlich zu Forschungszwecken in den Bergen viele Deko... Was?
Degotite oder so. Ja, Degotiten. Die Jagd scheint nun beendet, doch Atmos, das Leid der Degotiten, rast vor Zorn und greift unschuldige Karawanen an. Im Grunde ist ja die imperiale Armee an allem schuld, doch das hilft jetzt wenig. Mache Atmos unschädlich, bevor es noch mehr Opfer gibt. Okay. Aber das machen wir erst im nächsten Part von Final Fantasy 12. Das war's für heute, würde ich sagen. Bis dann und ciao. Euer V-Road, tschüss.